Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier gerade in so einem wunderschönen Waldgebiet unterwegs. Und mein Tag oder unser Tag hat heute schon gestartet mit einer wunderbar entspannenden Sitzung. Also ich war jetzt erstmal 90 Minuten an der Reihe. Mein Mann ist jetzt dran und ich überbrücke hier die Zeit so ein bisschen, um im Wald noch weiter zu entspannen. Hallo, liebe Katharina. Und diese Entspannungssitzung, die ich gerade hatte, noch ein bisschen nachwirken zu lassen. Und da ist der Wald immer am geeignetesten dafür. Schon ganz viele Brombeeren hier genascht. Hallo, liebe Anne. Hallo, liebe Romy. Schön, dass ihr dabei seid. Schenkt mir doch mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich auch weiß, dass ich gut zu hören und zu sehen bin. Ja, und hier so in meinem Spaziergang, in meinem total entspannten Zustand gerade, habe ich an dich gedacht. Und deshalb bin ich jetzt live. Weil ich immer wieder von meinem Gegenüber höre, und das war vorgestern auch der Fall von einer Dame, als wir darüber gesprochen haben, wie sie mit mir gemeinsam arbeiten kann in meiner Akademie, ihren Seelenplan entdecken kann. Hallo, liebe Gisela. Ihren Seelenberuf kreieren kann. Also die ersten Schritte, die wir da machen, ist immer Seelenplan entdecken, Seelenberuf kreieren im Groben und dann sichtbar werden natürlich. Da gehören natürlich ganz, ganz viele Dinge noch dazu. Hallo, liebe Selina. Und sie sagte dann irgendwann zu mir, und das höre ich öfter, hey, ich habe echt den Eindruck, dass du an mich glaubst, dass du Potenzial in mir siehst. Das ist natürlich eine Voraussetzung, um überhaupt in die Akademie reinzukommen, dass ein Potenzial da ist, das ist klar. Aber ich würde manchmal meinem Gegenüber so gerne meine Augen geben, dass das Gegenüber, also du, dich siehst mal mit meinen Augen. Denn schau mal, ich fühle mir gerade so wirklich die Worte, das in der Kürze der Zeit hier so auf den Punkt zu bringen. Schau mal, was diese Welt für ein Wunderwerk ist, was das Leben für ein Wunderwerk ist, was du und dein Körper für ein Wunderwerk seid, was ihr für ein Wunderwerk seid. Und als wir uns auf einer anderen, jetzt wird es spirituell, Achtung, als wir uns mal auf einer anderen Ebene dafür entschlossen haben, hier in einem Körper, also im Körper von unserer Mama zu inkarnieren und irgendwann nach 9 Monaten auszuchecken. Da haben wir auf unserer Seelenebene die Entscheidung getroffen. Natürlich können wir uns nicht mehr daran erinnern, ist ja auch gut, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, weil das ist nicht der Sinn des Lebens, uns jetzt schon daran zu erinnern, wie schön es dort im Licht und in der Liebe ist, wo wir herkommen, wo alles einfach nur reines Bewusstsein ist oder wie auch immer wir uns das hier mit unseren menschlichen Gedanken vorstellen mögen. Frei von Bewertungen und von Beurteilungen und frei von Kämpfen und solchen Dingen. Und da haben wir uns entschieden, wir haben uns eine Familie ausgesucht und haben uns da unsere Mama und unseren Papa ausgesucht, um da zu inkarnieren. Und war das schwer für uns? Ich sage jetzt einfach mal, das war nicht schwer, es war eine Entscheidung. Und alles Weitere hat dann so seinen Lauf genommen. Und so in etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche haben wir dann auch vergessen, wo wir herkommen. Und das ist so auch der Sinn des Lebens, weil unsere Seele sich ja auf dieser höheren, anderen Ebene mal vorgestellt hat oder vorgenommen hat, hier Erfahrungen zu machen. Das Leben zu genießen und ihre Erfahrungen zu machen. Und sie ist auch mit so einem Rucksack hier runtergekommen. Und hatte sich ja auch vorgenommen, bestimmte Dinge zu machen. Also es
mit ihrem Seelenplan hierher gekommen. Und schau mal, wie waren wir denn, als wir so aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt haben? Da waren wir einfach nur da. Wir waren im Grunde genommen reines Gewahrsein, ein Stück weit reines Bewusstsein. Haben sicherlich mal auch gedacht, ich bin hier auf dem falschen Planeten gelandet. Das mag Ausdruck unseres Schreiens gewesen sein, weil je nachdem, wo wir geboren sind, vielleicht im Krankenhaus, im Kreissaal oder mit welcher Hektik da um uns herum gearbeitet wurde oder vielleicht sind wir ja auch durch einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Das waren natürlich erste heftige, einschneidende Erlebnisse für unser Bewusstsein. Hallo, liebe Silke. Und dann ging es eigentlich los, wo ganz, ganz viele Schleier über uns gelegt wurden. Und jetzt lausch mal bitte mit deinem Herzen hin, bei dem, was ich dir jetzt sage. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich immer wieder höre von meinem Gegenüber, hey, ich habe echt den Eindruck, du glaubst an mich. Ich selbst glaube nicht an mich, aber du glaubst an mich. Und das ist auch richtig so. Schau mal, was sagt dein Herz denn dazu? Bitte schalte den Kopf jetzt mal aus, weil der wird sagen, ja, aber und. Lausch einfach mal mit dem Herzen hin und schließ auch gerne mal deine Augen. Kann es sein, dass deine Seele, dein Herz sich vorgenommen haben, hier auf Mutter Erde zu kommen und das Leben zu feiern, das Leben zu genießen, Erfahrungen zu machen und den Seelenplan zu entdecken und zu leben? Oder? Oder und? Ist es nicht so, dass durch diese ganzen Schleier und alles, was da über uns gelegt wurde, wir glauben, in Anführungsstrichen, naja gut, wir glauben, dass das Leben eine harte Schule ist, dass ich nur gut leben kann, wenn ich viel arbeite, dass ich nur, wenn wir es jetzt von der materialistischen Welt sehen, dass ich nur Geld verdienen kann, wenn ich hart arbeite, so dieser klassische Glaubenssatz, Geld zu verdienen ist hartes Brot oder so irgendwie, was gibt es doch da. Oder dass ich mich total anstrengen muss, um etwas zu erreichen, dass ich immer etwas leisten muss. Stichwort Leistungsbewusstsein, wir haben ein Leistungsbewusstsein uns antrainiert, statt ein Selbstbewusstsein. Wir haben nicht diese Sätze gehört wie, wenn ich jetzt den Ausdruck Gott verwende, dann meine ich das bitte mit keinerlei religiösen Behaftung, sondern einfach als Ausdruck für das alles, was ist, da wo wir alle herkommen. Lieb dich so, wie du bist. Und so wie du bist, bist du vollkommen in Ordnung. Hallo, liebe Anja. Das haben wir nicht gehört. Das habe auch ich nicht gehört in meiner Kinderstube früher. Sondern auch ich habe gelernt, ein Leistungsbewusstsein zu entwickeln. So diese klassischen Sätze, die nicht bös gemeint waren von den Eltern. Die haben es ja selbst von ihren Eltern nicht anders gehört. Mach mal die Augen zu, wenn du das, was du dann siehst, das gehört dir. Oder solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird hier gemacht, was ich sage und solche Dinge. Und so haben wir doch in frühester Kinderstube schon angefangen, uns zu verbiegen, es den Eltern gerecht zu machen. Und haben das Leben angefangen, der Eltern auf unterschiedlichste Art und Weise nachzuleben. Und glauben jetzt, haben den festen Glauben in uns, dass das nicht anders geht. Dass ich mich mit meinem Leben arrangieren muss, dass ich immer wieder kämpfen muss, um Geld zu verdienen, dass ich, dann haben wir auch so eine nette Gabe, habe ich ja früher auch immer gehabt, mich damit trösten darf, doch dass es da draußen noch vielen Menschen geht, denen es noch schlechter geht als mir, dass ich doch eigentlich zufrieden sein soll mit dem, was ich habe und kann, mit meiner Arbeitsstelle und, und.
bei diesen Sätzen, bei diesen Glaubenssätzen, sei mal ganz ehrlich, was sagt denn dein Herz dazu? Schreit das nicht und sagt, hey, wach doch mal auf. Wach doch mal auf, ich kann dich nicht betrügen und kann dich nicht belügen. Und lausch doch mal dem ersten Impuls und lausch doch mal auf mich. Also ich rede jetzt auf der Ebene deines Herzens. Denn schau mal, du bist ja hier in der Gruppe, weil da so eine ganz leise Stimme in dir dir das schon sagt und du dieser Stimme auch schon ein Stück weit folgst. Sonst wärst du hier nicht in der Gruppe, weil da rumort ja irgendwas in dir, dass du denkst, so wie das Leben da bislang verlaufen ist, ist nicht wirklich das, was ich mir mal vorgenommen habe. Da muss es doch noch was anderes geben. Oder vielleicht siehst du da draußen jetzt nicht nur mich, sondern auch andere Menschen, wo du denkst, hey, was machen die denn anders? Wieso leben die einfach ein freies Leben, halten sich vielleicht dort auf der wunderschönen Erde auf, wo es ihnen gerade gefällt? Wieso fließt das Geld zu denen? Was unterscheidet dich denn von diesen Menschen? Schau mal, wir alle haben einen Körper, wir alle sind aus Fleisch und Blut, um es mal so in der Richtung auszudrücken. Und das Einzige, was da einfach unterscheidet ist, wenn ich jetzt von mir spreche, ich war es einfach irgendwann absolut leid, mich zu verbiegen, das zu machen, was andere mir sagen. Zwischendrin zwar den Job schön geredet, aber trotzdem, ich war es leid. Ich habe einfach morgens immer gedacht, oh, was mache ich hier? Das kann es nicht sein. Oder wenn ich mal so zufällig in meinem früheren Leben auch, das sind auch immer so Fragen, die ich mir gestellt habe, solche Sendungen oder Reportagen gesehen habe, von Menschen, die, ja, was ich damals so als richtig gut Leben bezeichnet habe, wo das Geld halt einfach immer da ist und die halt einfach, ja, auch das Geld weiterfließen lassen, ohne sich über irgendwas Gedanken zu machen. Da habe ich immer gedacht, ey, ich will das auch. Ich will auch, dass Geld einfach immer da ist. Ich will mir um dieses leidige Thema Geld, was für mich die ganzen Jahre immer ein leidiges Thema früher war, ich will mir damit darüber keine Gedanken mehr machen. Möchten, ernsthaft. Ich möchte, dass es einfach zu mir fließt. Und ich möchte morgens aufwachen und mich wieder auf den Tag freuen. Ich möchte wissen, warum ich hier bin. Und ich möchte tagsüber Dinge machen, die mir wirklich Freude bereiten. Und ich möchte auch meinen Kindern das mit auf den Weg geben. Dass sie nicht, ich habe ja auch schon ein Vorleben in der Richtung gehabt, dass sie nicht das weiterleben, mir nachmachen, sich auch verbiegen oder diese Prägungen und Glaubenssätze lösen, dass, wie der Mainstream eigentlich glaubt, es geht nicht anders, das Leben ist eine harte Schule und. Und das sind die Dinge, dieses Potenzial, das ich auch in dir sehe. Das ist das, was wir wunderbare Frauen und manchmal sind ja auch Männer bei mir in der Durchbruchsession, die sich darüber wundern, was für ein Potenzial ich in ihnen sehe. Denn da unterscheidet uns nichts. Nur ich habe irgendwann gesagt, ich bin es jetzt leid, ich gehe jetzt dafür. Ich lausche auf mein Herz, höre auf mein Herz und ich habe es auch teilweise so gesehen, wie in einer Lebensgefahr. In einem gewissen Rahmen hatte ich schon das Gefühl, ich bin in Lebensgefahr. Weil so in mir auch etwas gesagt hat, wenn du so weitermachst wie bisher, wenn du so weiter dahin krebst wie bisher, dann kommt der Krebs. Und das ist eine Diagnose. Ich bin zwar der Auffassung, alles ist heilbar, aber mit dieser Diagnose wollte ich mich einfach nicht auseinandersetzen. Das wollte ich meinem Körper ersparen und auch meinem Kopf, weil da geht es ja auch nochmal ganz viel um mentale Dinge. Und das war letzten Endes der Grund, wo ich gesagt habe, so, jetzt suche ich mir verdammt nochmal jemanden,
der dort ist, wo ich hin will, und lass mir den Weg dahin zeigen, Schritt für Schritt. Lass mir den Weg dahin zeigen, lass mich an Hand nehmen. Hör auf, jetzt weiter hier noch Ausbildungen zu machen und zu denken, das brauchst du noch, das brauchst du noch. Ich war ja auch, weil so das Thema Gesundheit mich ja auch sehr beschäftigt. Ich war ja auch mal leicht übergewichtig in meinem früheren Leben. Da kamen auch immer mal noch so Gedanken auf, weil ja Ernährung und das alles mich sehr interessiert. Mach doch noch einen Heilpraktiker und solche Dinge oder vielleicht Heilpraktiker für Psychotherapie. Das waren alles Gedanken, die in mir waren. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, nee, du hast jetzt schon so viele Aus- und Fortbildungen gemacht. Das kann nicht sein, dass jetzt noch ein weiteres Zertifikat her muss. Und damit habe ich einfach mal eine Entscheidung getroffen. Hallo lieber Thorsten, da habe ich einfach mal eine Entscheidung getroffen, ich hole mir jetzt Hilfe und lasse mir Schritt für Schritt zeigen, wie ich aus diesem ganzen Dilemma, ich habe das bei mir immer als Schlamassel bezeichnet, rauskomme, wie ich entdecke, was für ein wahres Potenzial in mir ist und entfalte das. Und dieses Potenzial, du kannst dir auch gerne vorstellen, das ist wie so ein unsichtbarer Rucksack, auf deinem Rücken, du brauchst den Rucksack nur einfach mal auszupacken oder wenn du es spirituell sehen möchtest, unsere Kreativität, unsere Gaben, unsere Stärken, die sitzen in unserem Sakralchakra, in dem Bereich. Ich habe früher auch gerne von einer Kraftquelle selbst gesprochen. Das ist ja auch ursprünglich mal die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst entstanden, je nachdem, wie lange du mich schon verfolgst. Weißt du ja auch noch davon. Und das möchte doch entdeckt werden und das ist doch auch in dir drin. Eine Kraftquelle selbst, ein Potenzial. Sieh es in deinem Sakralchakra oder sieh es als unsichtbarer Rucksack, den du auf deinem Rücken hast, den du aber noch nicht ausgepackt hast. Und das ist das, was ich in dir sehe. Das ist genau das, was ich in dir sehe. Dass auch für dich so, so vieles mehr möglich ist, als das, was du dir bislang erlaubst, zu sehen, zu erkennen und zu leben. Meine Liebe, mein Lieber. Ich wünsche mir aus ganzem Herzen, dass diese Worte hier wirklich auch dein Herz berühren, weil das ist meine Mission. Das ist mein Traum, so viel wie möglich Menschen hier aufzuwachen, weil ich, wenn ich das so wahrnehme, wie viele laufen wie hypnotisiert durch ihr Leben. Und irgendwann kommt dann der Tag X, wo es darum geht, den Körper zu verlassen und dann denkt man, hätte ich doch damals nur. Genau. Bis ganz bald. Tschüss.